Ich bin Nina Saalmüller. Und ich bin Sabrina Bischoff. Wir kandidieren für den Kreistag Kitzingen. Als Lehrerinnen wissen wir, dass eine moderne, persönlichkeitsorientierte und für jeden zugängliche Bildung eine wichtige Herausforderung darstellt. Wie gut sind unsere Schulen und Bildungseinrichtungen im Landkreis ausgestattet? Welche Möglichkeiten bieten sich bei der Schulwahl? Auf jeden einzelnen Bildungsweg stellen sich die Eltern und Kinder viele wichtige Fragen zu ihrer Zukunft. Mein Name ist Eva Rücken. Und mein Name ist Stefan Wolbert. Und wir beide kandidieren für den Landkreis Kitzingen. Wir können uns dabei glücklich schätzen, dass wir in unserem Landkreis Kitzingen sehr viele Bildungseinrichtungen, von den Kitas bis zu den Gymnasien haben, die auf einem sehr modernen und leistungsfähigen Stand sind. Marode Zustände wie andernorts konnten wir durch den Neubau der staatlichen Realschule Kitzingen und zahlreichen Sanierungsmaßnahmen wie am AKG, dem Gymnasium in Marktbreit und der Fachoberschule in Kitzingen verhindern. Wohnortnahe Schulen mit moderner technischer Ausstattung bilden dabei die Basis. Aber Bildung muss auch Zeit haben und muss für jedermann zugänglich sein. Darum haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Studiengebühren wieder abgeschafft werden und das G9 wieder eingeführt wird. Denn Zukunft braucht Bildung.